Herzlich willkommen zur Sonntagsandacht in der Scientology-Kirche. Die Scientology ist eine Religion, die mehr ihre Wurzeln im Buddhismus sieht als im Christentum. Sie beruht auf einer ganz ausführlich aufgezeichneten Lehre, die L. Ron Hubbard entwickelt hat, um anderen Menschen zu helfen, um andere Menschen besser zu verstehen, sich selbst besser zu verstehen, überhaupt alles über die Welt besser zu verstehen. Die Scientology hat einen spirituellen Weg, der einen Schritt für Schritt in Richtung persönliche Freiheit, Integrität und Ewigkeit nimmt. Und das ist ein wunderschöner Weg, den man mit einer anderen Person zusammengeht, mit vielen Fragen und viel zu sich selbst finden. Das Wort Scientology kommt von Skire und Ologie. Skire heißt Wissen, Ologie ist die Lehre von, und so setzt es sich zusammen zu Wissen, wie man weiß, oder ganz einfach die Lehre vom Wissen. Ich lese zunächst das Glaubensbekenntnis der Scientology. Wir von der Kirche glauben, dass alle Menschen, welcher Rasse, Hautfarbe oder welchen Bekenntnisses sie auch sein mögen, mit gleichen Rechten geschaffen wurden. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigenen religiösen Praktiken und deren Ausübung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihr eigenes Leben haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre geistige Gesundheit haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigene Verteidigung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigenen Organisationen, Kirchen und Regierungen zu ersinnen, zu wählen, zu fördern und zu unterstützen. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, frei zu denken, frei zu sprechen, ihre eigenen Meinungen frei zu schreiben und den Meinungen anderer zu entgegnen oder sich darüber zu äußern oder darüber zu schreiben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigene Art zu schaffen. Dass die Seelen der Menschen die Rechte der Menschen haben. Dass das Studium der Seele und ihre Befreiung von den geistig verursachten Übeln von Religion weder entfremdet noch in nicht-religiösen Gebieten geduldet werden sollten. Und dass keine Instanz außer Gott die Macht hat, diese Rechte vorübergehend außer Kraft zu setzen oder aufzuheben, sei es öffentlich oder verborgen. Und wir von der Kirche glauben, dass der Mensch im Grunde gut ist, dass er danach strebt zu überleben, dass sein Überleben von ihm selbst und von seinen Mitmenschen abhängt und davon, dass er ein brüderliches Verhältnis mit dem Universum erreicht. Und wir von der Kirche glauben, dass die Gesetze Gottes dem Menschen verbieten, seine eigene Art zu zerstören, die Vernunft eines anderen zu zerstören, die Seele eines anderen zu zerstören oder zu versklaven, das Überleben seiner Kameraden oder seiner Gruppe zu zerstören oder zu mindern. Und wir von der Kirche glauben, dass die Seele gerettet werden kann und dass allein die Seele den Körper retten oder gesund erhalten kann. Zum Thema für diesen Sonntag. Ich bin bei diesem Buch zurzeit, kann man sagen, eine Fortsetzungsserie aus diesem Buch. Das ist eine neue Sicht des Lebens. Es ist ein Buch, das sich sehr, ich würde sagen, sehr leicht studiert, aber durchaus in die Tiefe geht auf verschiedenen Gebieten. Es sind ganz unterschiedliche Kapitel drin und natürlich könnt ihr in der Scientology-Kirche auch einen Heimkurs dazu belegen. Das bedeutet, dass am Ende eines Kapitels stehen euch einige Fragen zur Verfügung. Diese Fragen füllt ihr aus und schickt sie an einen Kursleiter und der wiederum schaut drüber und sagt euch, ob ihr eine bestimmte Stelle nochmal lesen solltet, weil sie vielleicht doch noch nicht ganz durchdrungen ist. Hier waren wir an einem Kapitel, wie man Scientology studiert. Ich habe diesen Vortrag für den Sonntag aber genannt, wie man studiert, weil natürlich ist es ganz, ganz wichtig, sich mit sich selbst, mit Religion und mit der Ewigkeit zu befassen und deswegen, wie man Scientology studiert. Aber letztlich alles, was man studiert, kann man mit dieser Methode ganz gut durchdringen. Ein richtig wichtiger Punkt beim Studieren ist die Anwendung. Sozusagen, wenn ich studiere, dann brauche ich ja auch ein Ergebnis. Wenn ich also einfach nur genüsslich vor mich hin studiere, weil es Spaß macht zu studieren, dann kann ich mich da ganz schön vergaloppieren, möchte ich mal sagen. Oder man kann sich auch reinsteigern und man hat dann zum Schluss einen unendlichen Wissensschatz oder vielleicht auch nur einen kleinen, weil man es vorher abgebrochen hat. Aber die Anwendung wäre ja das eigentlich Wichtige daran. Wenn man eine Sprache studiert, dann sollte man sie so studieren, dass man sie dann auch sprechen kann und nicht nur darüber gelesen hat. Und ich denke, dass eine Menge
Studiengänge auf diese Weise abgebrochen werden, weil letztlich die Anwendung fehlt oder weil in der Person die Anwendung nicht vorhanden ist. Jetzt ist es ja so, dass auch die Genauigkeit von den Daten, also ich rede jetzt mal nicht davon, wie ihr das Ganze studiert, sondern wie derjenige, der es aufgeschrieben hat oder zusammengestellt hat, was hatte der im Sinn, als er das gemacht hat? Bei Scientology ist das ganz einfach. Das war L. Ron Hubbard und der hatte im Sinn, dass ihr die Dinge besser verstehen könnt, die Welt besser verstehen könnt, euch besser verstehen könnt, andere besser verstehen könnt. Da ist das Ziel die Anwendung und das ist ja sozusagen einfach. Aber bei jedem Fachgebiet kann man sich auch durchaus fragen, wer hat es geschrieben, wer hat die Daten zusammengestellt und was hatte der im Sinn? Ich habe hier ein frühes Beispiel. Also heute gibt es Wissenschaft darüber oder gibt es Forschung darüber, wie die Erde entstanden ist oder es gibt Forschung darüber, aus was die Erde besteht. Eine frühe hinduistische Vorstellung von der Welt war, dass es eine Halbkugel auf dem Rücken von 7 Elefanten gab, also gibt. Die Erde ist eine Halbkugel auf dem Rücken von 7 Elefanten, die wiederum auf 7 Säulen stehen, die wiederum auf einer Sumpfschildkröte stehen und alles, was darunter ist, ist nur noch Schlamm. Nun gut, das ist auch eine super Vorstellung, aber die ist jetzt nicht so anwendungsbezogen. Der einzige Teil, der anwendungsbezogen ist, ist, dass die Halbkugel, immerhin war zu diesem Zeitpunkt offensichtlich klar, dass es sich um eine Kugel oder etwas Rundes handelt. Ich bin aber bei der Anwendung nicht nur dabei, dass das lustig ist, dass die Sumpfschildkröte unter der Welt sein muss. Der Grund, warum Technik und Physik und auch die Biologie so weit gekommen sind, wie sie gekommen sind, ist, weil natürlich immer ein Bezug zur Wirklichkeit da war, ein Bezug zu dem, wo man es gebrauchen könnte. Ein Ingenieur muss wissen, wie man eine Brücke baut und er muss auch wissen, wie stabil muss sie sein, für welchen Zweck ist sie, wie lange muss sie halten und so weiter. Wer geht da drüber? Ist das ein einzelnes Eichhörnchen, das über ein Kabel hoppelt, da reicht die Befestigung vom Kabel oder sind das Autos oder sind das gar Panzer oder sind das viele Autos oder ist das eine kleine Spur und so weiter. Diese Anwendung ist der wichtige Teil und deswegen ist die Wissenschaft so aufgebaut, dass man sie studieren kann und andersrum auch, ihr studiert sie so, dass es eine Anwendung gibt. Biologie ist genauso. Für die Biologie muss es einfach immer wieder Anwendungen geben. Wenn man jetzt mit einer Krankheit fertig werden möchte, dann muss man sie natürlich genau studieren. Und wenn man etwas dagegen entwickeln möchte, was dagegen wirken soll, dann muss man wirklich genau studieren, genau hingucken, welche Ergebnisse kriegt man damit. Und man würde auch ganz einfach in der Anwendung sehen, funktioniert es oder funktioniert es gar nicht. Auch die Politik wäre eigentlich eine exakte Kunst oder es wäre wünschenswert, dass sie eine exakte Kunst ist. Wenn dann zwei Länder miteinander so streiten, dass es zum Krieg kommt und Menschen dabei draufgehen, dann würde ich mal sagen, wurde diese Politik nicht gut genug studiert oder sie war auch nicht studierbar genug. Sie war vielleicht nicht auf Anwendung ausgelegt, sondern sie bestand aus schlauen Sprüchen. Ich möchte das nicht entscheiden, aber ich versuche euch diesen Ansatzpunkt zu geben, wenn ihr etwas studiert, studiert es auf Anwendung hin. Schaut euch an, lässt es sich umsetzen, lässt es sich gebrauchen. Wenn es sich gebrauchen lässt, dann ist es so, dann ist es wahr, dann passt's. Wenn es sich nicht gebrauchen lässt, lasst es euch nicht zwischen die Ohren drücken. Dann ist es nicht euers, dann ist es nicht das, dann passt es nicht dazu, dann braucht ihr es nicht. Und dann könnt ihr auch wirklich Nein dazu sagen. Ich würde das auch den Kindern in der Schule ganz arg ans Herz legen. Nehmt das Wissen, das die Lehrer euch geben, nicht unkritisch einfach auf, schluckt es nicht einfach runter, sondern schaut mal, kann man es anwenden, kann man es gebrauchen oder kann man es wirklich gar nicht gebrauchen, in welchem Fall ich zumindest als Eltern sagen würde, ist okay, wenn ihr es nicht wisst. Schwere Entscheidung natürlich, aber es ist trotzdem so. Wissen kann man nur gebrauchen, wenn man das auch umsetzen kann. Noch ein interessanter Satz in diesem Kapitel hier drin, wie man Scientology studiert, sagt Aaron Hubbard, Unentschlossenheit liegt in einer autoritären Aussage. Also wenn jemand einem gesagt hat, so und so ist es und man hat das ganz fest akzeptiert, dann kann man ab da mit dieser Sache nicht mehr gut denken, man kann sie nicht mehr gut verstehen, man kann es auch nicht mehr gut anwenden. Es könnte zum Beispiel,
Früher hat man gesagt, die Kinder kommen vom Storch. Und wenn man dann versucht hat, sie aufzuklären, dann war das schwierig, weil die Kinder kamen ja vom Storch. Also das war eine autoritäre Aussage, die nicht richtig war, die natürlich dann die Ausbildung darüber hinweg schwieriger macht. Diese Aussage mit den Kindern vom Storch, gut, die ist ein bisschen weit hergeholt, aber es gibt genügend solche vergleichbaren Geschichten. Also wenn ihr etwas studiert, dann studiert es so, dass ihr sehen könnt, lässt es sich gebrauchen, lässt es sich anwenden, lassen sich die Lehrsätze umsetzen, haben die was mit euch zu tun? Na und ganz klar, ich wäre nicht ich, wenn ich euch nicht ans Herz legen würde, nehmt mal dieses Buch und schaut mal, ob ihr da vielleicht ein paar Lehrsätze drin findet, die ihr schon gebrauchen könnt. Und wenn nicht, dann schmeißt sie übers Bord und lernt sie nicht. So viel zur Hausaufgabe für diese Woche und so viel zu diesem Buch. Beten wir ein Gebet zusammen. Das Scientology-Gebet für völlige Freiheit. Möge der Schöpfer des Universums alle Menschen befähigen, ein Verstehen ihrer geistigen Natur zu erreichen. Möge Bewusstsein und Verstehen über das Leben sich weiten, sodass alle den Schöpfer des Universums erfahren können. Und mögen andere auch dieses Verstehen erreichen, das völlige Freiheit bringt. In dieser Zeit gedenken wir jener, deren Freiheit bedroht ist, jener, die Gefangenschaft wegen ihres Glaubens erlitten haben, jener, die geknechtet oder gequält und alle, die brutal behandelt werden, gefangen sind oder angegriffen werden. Wir beten dafür, dass die Menschenrechte bewahrt werden, sodass alle Menschen frei glauben und ihre Andacht verrichten können, sodass es in unserem Land erneut Freiheit geben wird. Freiheit von Kriegen, Armut und Not, Freiheit zu sein, Freiheit zu tun und Freiheit zu haben. Freiheit, das Potenzial des Menschen zu gebrauchen und zu verstehen, ein Potenzial, das von Gott gegeben und Gott ähnlich ist. Und Freiheit, jenes Verstehen und Bewusstsein zu erreichen, das die völlige Freiheit ist. Gebe Gott, dass es so sei. Mir bleibt euch eine richtig gute Woche zu wünschen. Lernt was dazu. Lernen ist wichtig. Und Wissen ist das, was ihr mit in die Ewigkeit nehmt. Also, seid fleißig und viel Spaß dabei.